Aloha Seekräuter, aloha Wohnzimmerkapitäne. Herzlich willkommen auf unserem Seekraut-Kanal zu dieser Ausblickfolge hier fürs Update 008. Der World of Warships Geburtstag steht bevor und wir wollen euch ein bisschen darüber informieren, was wir jetzt schon wissen. Das, was wir hier zuerst sehen, ist ein redesignten Hafen oder ein, naja, optisch aufgewerteten Hafen, nämlich den Designertisch, ja, wo ihr vorne immer euer Schiff seht, was ihr so ausgewählt habt und im Hintergrund jetzt eben eine kleine Torte steht mit 5 Kerzen. Herzen drauf, weil es ist der 5. Geburtstag, den World of Warships feiert. Dann haben sie hinten ein paar Wimpel ran gemacht und das Flugzeugmodell hier hingestellt, wenn ich mich recht entsinne, ist das auch neu. Also ja, der Designerhafen ist jetzt nicht der Hafen, den ich häufig benutze, aber ich finde ihn trotzdem nicht schlecht. Ich finde ihn ganz angenehm. Die Atmosphäre ist so ein bisschen wie im Arbeitszimmer, ne? Also soll ja das eben doch darstellen. Und das ist aber noch nicht alles. Das ist eigentlich erst der Anfang von dem, was wir mit dem Update bekommen. Das hier ist nur eine reine optische Geschichte. Und es geht nämlich schon weiter. Wir können nämlich in dem Update dann hier eine neue Signalflagge oder beziehungsweise eine neue Flagge an sich und einen Aufnäher verdienen. Wie man den dann bekommt, das ist im Moment noch nicht 100%ig klar. Beziehungsweise das hat uns World of Warships noch nicht verraten. Dann gibt es aber noch was Neues. Dafür habe ich jetzt kein Foto für euch. Aber es wird einen neuen temporären Kampfmodus geben. Also neben den gewerteten und Koop-Gefechten und Zufallsgefechten gibt es dann auch einen temporären Kampftyp, nämlich asymmetrische Gefechte. Ja, das wird wohl nur in dem Update 008 verfügbar sein und ihr werdet quasi T5, T6 wird gegen T7, T8 gematcht. Wie funktioniert die ganze Geschichte? Es wird mehrere T5 und T6 Schiffe geben und wenige T7, T8 Schiffe geben, die dem quasi gegenüberstehen. Ihr müsst aber T5, T6 Kämpfe bestritten haben, um Token zu verdienen, und zwar sogenannte Kampfmarken. Mit jeder Kampfmarke, die ihr verdient habt, könnt ihr dann auf die höhere Stufe quasi gematcht werden. Wenn ihr die dann einlöst, dann seid ihr halt T7, T8. Wenn ihr sie nicht einlöst, seid ihr eben T5, T6. So liest sich die ganze Geschichte. Es ist ein temporärer Versuch, mal was anderes zu implementieren. Und World of Warships möchte gucken, wie euch das gefällt und was für Kämpfe da entstehen. Ich bin selber sehr gespannt, was ihr mir unter dieses Video schreibt, was ihr von diesem Kampftyp haltet. Ja, ihr könnt mir schon vorstellen, dass mal was Erfrischendes ist. Aber ob das als Dauerzustand so ins Spiel kommen sollte, ja, müssen wir dann einfach mal sehen. Wir müssen erstmal unsere Erfahrungen sammeln. Ich auch meine eigene, bevor ich dazu richtig was sagen kann. Wie gesagt, temporärer Kampftyp, wahrscheinlich nur für ein Update und auch temporäre Ressource, nämlich Kampfmarken, auch nur wahrscheinlich fürs Update 098. Auch das, wie gesagt, Work in Progress. Wer weiß, vielleicht ändert sich das nochmal und World of Warships entscheidet sich um. Jetzt aber genug von einem temporären Gefechtsmodus. Hin zum nächsten. Es wird nämlich eine neue permanente Kampagne geben. Und zwar wird sie benannt nach 5 Ages of Navy, also 5 Jahrzehnte der Marine. Und es wird nicht nur eine Kampagne geben, also ein Feldzug, sondern eben auch eine Sammlung. Die Sammlung, die kann vervollständigt werden, indem man Behälter, also hier Container, für die Aufgaben und Missionen der Kampagne erfüllt, also des Feldzuges erfüllt. Und die Sammlung sieht dann nämlich so aus, das ist hier so ein bisschen angelehnt an allem, was in der letzten Zeit eben passiert ist. Hier sind die italienischen Kreuzer zu sehen und ja, der Rework quasi der russischen Kreuzer sieht man hier wahrscheinlich auch. Also ja, ich sage jetzt einfach mal, was man eben zum Geburtstag so bekommt, aber das ist eben interessant ist schon mal, dass das eine Sammlung ist, die permanent ist. Wenn man die Sammlung und eben den Feldzug vervollständigt, erhält man diese Tarnung. Immer epochal steht jetzt hier. Und das ist eine Tarnung, die ihr anbringen könnt. Und zwar zur freien Verfügung auf einem T9-Schiff eurer Wahl. Und so wie ich das lese, bekommt man jeweils eine Tarnung. Also wenn man die Sammlung vervollständigt und dann, wenn man eben den Feldzug vervollständigt. Das ist mal eine coole Nummer, wie ich persönlich finde. Für T9-Schiffe spart man sich relativ häufig eine Premium-Tarnung, weil es nicht viele T9-Schiffe gibt, die man richtig liebt. Ja, muss man ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, ob euch das anders geht, aber ja, da gibt man eben die Dublonen nicht aus. Ich finde, das ist eine ziemlich sinnvolle Variante, das für T9 einzurichten. Auf T10 ist es dann eher, naja, ein Ticken seltener, weil man diese Schiffe dann doch, wenn man sie gerne fährt, eben mit einer besseren Tarnung
ausstattet. Vielleicht der eine oder andere von euch. Bei mir ist es zumindest so. Und dann geht's schon weiter. Wir haben jetzt die ganzen Geschichten uns einmal angeguckt, was es dann an Sammlungen und so weiter geben wird. Aber World of Warships hat wiederum ein neues Werft-Event vorgestellt. Und das wird sehr, sehr ähnlich sein wie das Event, was wir bereits schon jetzt mit der Odin hatten, weil das sehr viel Anklang gefunden hat. Das Erste, was man gleich sagen kann, dieses Event wird aus zwei Etappen bestehen. Also für das Update 098 und für das Update 090 wird diese Werft eben zugänglich sein. Sie wird aus 20 Phasen bestehen und am Ende kann jede Phase für 1750 Dublonen sofort käuflich abgeschlossen werden. Sie kann aber eben halt auch erspielt werden. Es müssen zwischendurch auf jeden Fall zwei Phasen wieder finanziell bezahlt werden, eben mit Dublonen. Ne? Das heißt, 3.500 Dublonen sind Pflicht. Da geht gar nichts, ja, ohne dass man diese Dublonen ausgibt. Außer, dass man eben, wenn man keine Dublonen ausgibt, eben die Bonis unten mitnimmt. Wie ihr hier schon seht, die besonderen Signalflaggen, die Tarnung, die Primo-Spielzeit. Als besonderes Highlight haben sie die ganzen Wertigkeiten der Preise ein bisschen hochgesetzt. Zumindest haben sie das so im Stream gesagt. Und zwar seht ihr hier, dass es 100.000 Free XP für die Stufe 12 geben wird. Das ist schon eine ganz nette Geschichte. Allgemein wurde auch so ein bisschen formuliert, dass möglicherweise die Aufgaben zum Erledigen oder zum Bekommen dieser Token sich ganz leicht unterscheiden sollen. Das war ihre Wortwahl so. Ja, das heißt, die könnten vielleicht ein Ticken schwieriger werden, weil ja auch höherwertigere Preise drin sind. Ich denke aber, dass sie der Situation sich bewusst sind, dass sie das nicht wieder so herausfordernd machen werden wie damals zu Weihnachten. Am Ende bekommt ihr hier nämlich auch in Anführungsstrichen nur, ja, bitte jetzt nicht falsch verstehen, jetzt nur auf Verhältnismäßigkeit der Schwierigkeit der Aufgaben gemünzt, ein T8 Kreuzer. Und das ist die Anchorage. Der T8 Kreuzer, der vorgestellt wurde, der 10,5 Kilometer Torpedos zum Beispiel hat, ja, als Besonderheit und auch einen Nebel dabei haben sollte oder könnte. Es ist Work in Progress. Das Schiff haben wir euch vor einiger Zeit schon vorgestellt. Das verlinke ich auch nochmal, die Schiffsvorstellung dazu. Zumindest das, was wir eben bis jetzt wissen. Dazu gibt es natürlich bei der Anchorage dann wieder einen Kapitän mit 10 Forschungspunkten, eine besondere Tarnung. Ja, ich denke, die sollten wir jetzt hier als nächstes sehen. Diese Tarnung wird es dazu geben und eben einen Hafenslot, ne? So wie sie das für ein Premium-Schiff gehört. Ist auf jeden Fall mal interessant. Ja, sieht auch nochmal anders aus, die Tarnung, als wir sie jetzt in der Vergangenheit schon erlebt haben. Wobei die Wimpel hier halt deckungsgleich sind. Die amerikanische Flagge ist recht groß und recht präsent. Aber auch hier stehen wieder die Menschen. Die Crew steht an Bord. Die verschwindet nachher natürlich dann im Kampf, weil das einfach halt nicht passend wäre. Wenn ihr euch von Beginn an entscheidet, alle Stufen mit Dublonen zu kaufen, dann werdet ihr für jede Stufe, die ihr wieder durch die Aufgaben freischaltet, ja, also diese Token für die Werft bekommt, diesmal kein Stahl erhalten, also keine 250 Stahleinheiten, wie das bei der Odin der Fall ist, sondern 600 Forschungspunkte für jede abgeschlossene Phase. Ja, das heißt, ihr könnt also 18 mal 600 Forschungspunkte erhalten, wenn ihr ganz am Anfang gleich alles für Dublonen kauft. Das ist, wie gesagt, nur eine Information. Da sind dann also einiges an Forschungspunkte drin. Das sind so 12.000 Forschungspunkte. Naja, nicht ganz, ne? Also wir müssen ja 1.200 abziehen. Das sind dann so 10.800 Forschungspunkte. Könnt ihr verdienen oder könnt ihr bekommen, wenn ihr gleich am Anfang Dublonen ausgeben solltet. Ja, und jetzt sind wir schon fast am Ende der Vorstellung des Updates 098. Da fehlt aber noch was, ne? Genau. Das Schneeflocken-Event. Das ist ja vor einiger Zeit mal eingeführt worden. Ich glaube, vor 2 Jahren zu Weihnachten war es das erste Mal da. Und letztes Jahr zum Geburtstag gab es das auch, sowie auch letztes Jahr zu Weihnachten. Jetzt kommt es wieder und es wird wieder von der Stufe 5 an möglich sein. Und es wird eben die Möglichkeit geben, wahrscheinlich dann mit Stufe 5 und 6 oder so, dass man eben besondere Tarnungen bekommt. Ich vermute jetzt einfach mal, 8 und 9 wird man wahrscheinlich Geschenkcontainer bekommen,
Ja, also nur die Stufen sind nicht ganz klar, aber man bekommt auch Geschenkcontainer und vermutlich wird es so sein, wie auch in der letzten Zeit. Für jedes T10-Schiff, was ihr besitzt, bekommt ihr einen Supercontainer. Ja, also diese drei Sachen gibt es. Tarnung, Geschenkcontainer oder Supercontainer. Wie genau die Verteilung sein wird zwischen T5 bis T10, müssen wir uns dann einfach überraschen lassen, sobald die Informationen genauer werden hier. Ja. Und das ist alles, was wir euch aktuell zu dem Update 008 berichten können. Ich denke, da sind ein paar interessante Sachen dabei. Wie gesagt, Anchorage-Video verlinke ich euch nochmal ans Ende des Videos, beziehungsweise oben als Einblendung oder unten in der Beschreibung, wie ihr das gerne möchtet. Könnt ihr euch dann einfach raussuchen für den Fall, dass euch jetzt die Werte der Anchorage nicht so ganz gegenwärtig sind. Ja, und dann sage ich einfach vielen, vielen Dank für eure Zeit. Ich hoffe, wir konnten euch mit dem Video so ein paar Infos liefern, die ihr vorher noch nicht hattet. Wenn es so ist, Daumen nach oben da lassen, Kanal abonnieren, weitererzählen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video hier auf dem YouTube-Kanal. Haut rein, euer Seekrautsteam, euer Andi. Ciao, ciao.